Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu Super Mario Galaxy. Bevor wir weitermachen, hat uns ja Rosalina empfohlen, wir sollen ja mal nach unseren Freunden nachschauen, die sich in der Garage befinden und wo wir jetzt auch hingehen werden, ne? Genau hier. Die Luma wollen uns ein Raumschiff bauen helfen. Wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prinzessin Peach und den Powerstern. Ich freue mich schon auf das Raumschiff. Das war's schon? Was? Das ist für die Toads. Was ist das hier? Ja, jetzt egal. Jetzt ist es für mich. Ah, gut. Egal. So, jetzt können wir ja nun weitermachen. Wenn es nun das gewesen ist. Ich will's hoffen. Sonst war das so ein bisschen kurz, aber okay, gut. Jetzt können wir wenigstens weitermachen. Und zwar war da im hohen Gebieten Königreich. Da fehlt uns momentan noch einen Stern. Wir könnten zur theoretischen zur neuen Galaxy. Aber das machen wir dann entweder nach dem Stern oder mal schauen, wie weit wir in diesem Part kommen. Beim letzten Part haben wir ja 2 Sterne gemacht. Vielleicht werden es ja nochmal 2, aber egal. Wir machen jetzt hier weiter im Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Okay, das ist aber nicht dieser komische Gegner, den ich im letzten Part besiegt habe, so als Mini-Boss. Okay, das ist so. Okay, das kann ja was werden. Ach ja, übrigens sogar mit Greenscreen am Start. Ihr habt es zwar schon von alleine mitbekommen, aber ich wollte es nochmal anwählen. Aber nur mal für diesen Part. Wie gesagt, nur mal so. Special und so. Okay. Die ganze Stinkkäferfamilie ist hinter mir her. Das kriegen wir hin hier. Einmal. Geht dann halt nicht. Immer noch nicht. Na komm schon. Hä? So, jetzt aber. Wunderbar. Hinterlassen auch ein paar Sternteile, dann passt das. Boah, die sind voll schnell. Die sind voll schnell. Das ist heftig. Wie kriege ich die überhaupt kaputt? Mal eine Frage. Kriege ich die irgendwie kaputt oder so? Ich habe da keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Eine Wirbelattacke auf jeden Fall nicht. Die Bienenkönigin ist sogar hier schon da. Komm ich da hoch? Ach nee, schade. Kann ich mir mal die Münzen. Was hat denn das damit überhaupt auf sich? Soll ich da versuchen, da irgendwie Wasser da drauf zu kippen oder so vielleicht? Lol, okay, das wusste ich nicht. Nochmal vielleicht? Nee, war nur einmal. Hä? Okay, hat das jetzt überhaupt was gebracht? Egal. Nein. Wegen dem Wasser, da hat mich das jetzt ein bisschen irritiert. So. Scheiße. Nee, gut, nee. Dann lass ich's lieber. Da ist er ja schon. Die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Na klar. Ich werde die Fäuste reden. Nee, ich werde die Fäuste für mich reden. So, da kommen jetzt wieder. Ach, dahin. Ich hätte gedacht, wieder bei irgendeiner oben hohen Stelle, da wo wir beim letzten Mal waren. Ja, gut, da geht's woanders hin. Muss ich hier da hoch mit denen? Okay. Ah, Vorsicht. Die Ausdauer, die geht schnell flöten oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Nee. Das. Okay. So, pass. Okay. Das war jetzt schon ein Boss oder was? Ja, wahrscheinlich nur eine Stampfattacke, oder? Denke ich jetzt mal. Komm, der ist bestimmt leicht. So, einmal haben wir schon. War der jetzt schon aggro oder was? Nee, jetzt fliegt er. Macht's ein bisschen dramatischer. Indem es mir etwas erschwert. Ja, okay, das war eine gute Idee, vielleicht mal hier da dran zu klettern. Dann kommen wir ein bisschen noch weiter nach oben und können ihn auch. Wow, das war jetzt ein bisschen komisch von der Kameraperspektive her.
Ah, das war knapp. Hä? Warum habe ich das jetzt verloren? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wurde ich von irgendwas getroffen oder was? Er gibt ja irgendwelche komischen, explodierende, kugelartige Dinger von sich ab. Vielleicht hat das ja damit was zu tun, warum ich dann irgendwie spontan so getroffen wurde. Und yeah, zweiter Treffer. Komm, einen hältst du noch aus. Einen hältst du noch aus. Dann mal schauen, was du jetzt so auch parat hast hier. Bisschen mehr Aggruf. Vielleicht hast du ein bisschen mehr drauf. Oder seitlich. Fliegt auch, versucht auch seitlich zu fliegen. Krieg ich es eventuell hin? Oh, das war knapp. Aber ich hab dich, mein Gutster. Ich hab dich. Gut, das ist schon mal der Stern. Oh, der war ja voll easy. Also bis jetzt ist alles voll easy davon. Ich wollte gerade einen Weitsprung machen, aber ja gut, dann halt nicht. Ja, nice. Das war easy. Too easy. Gut, da haben wir schon mal den nächsten Stern, ne? Wunderbar. Jetzt haben wir 7. Einwandfrei. 573 Sterne. Neue Galaxie entdeckt. War schon beim letzten Mal doch gewesen. Ah ne, allgemein nochmal eine neue. Ach so. Ein Gomeluma ist aufgetaucht. Okay, gehen wir mal zu dem. Speichern werden wir auf jeden Fall tun. Dann gehen wir mal direkt zum Gomeluma. Mal schauen, wie viel der haben will, wenn er jetzt sagt 530 aus. Ganze Mühe für umsonst. Junge. So. La 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 la. Hey du da. Hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon. Ich will essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 400 esse, verwandle ich mich. Okay, das geht noch. Das ist noch respektabel. Respektabel. So. Bin mal gespannt, was du jetzt hier machst. Das war's. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Und? Eine neue Galaxie wurde geboren. Okay. Soll ich da direkt hingehen? Will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Bringt das was? Mach's jetzt einfach mal. Keksfabrik-Galaxie. Vielleicht doch beim nächsten Mal? Ah ne, komm, machen wir wenigstens den einen Stern davon, komm. Mampf den süßen Kuchen. Vom Design sieht's irgendwie fast so aus wie die eine Mario Kart 8 Strecke. Wie ich sie nochmal? Zuckersüßer Canyon oder so? Das kommt mir nämlich so ein bisschen vor. Oh, ist aber ein kleines bisschen, ja, herausfordernd, würde ich mal so erwähnen. Aber ist noch recht leicht zu haben. Okay, das war knapp. Mhm. Nein, 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 nein. Geh ruhig da drauf. War das irgendwas? Nee, okay. Macht keinen Schaden und sonst noch was. Okay, können wir normal weitermachen. Hier noch ein paar Sternteile. Die gönnen wir uns hier mal direkt. So. Achso, ich hab. Nein, nein, nein. Boah, nein, nein. Oh, scheiße. Boah. Hab ich mich gerettet. Doch, diese verschiedenen Löcher. Ja, dann auch noch Pfeilenart, ne? Pfeilenartig. So. Boah, ich wäre jetzt fast gestorben. Alter, das war richtig heftig. So, nochmal Sternteile auf dem Weg. Und die Musik nebenbei ist auch Standard. Boah. So, ich hätte gerne das One-Up, wenn es mir bitte ermöglichen würde. Dankeschön. Ich glaube, ich mache das lieber ein bisschen chilliger, kann, ne? Sonst erhöht es. Oh, Alter. Es sieht mehr oder weniger etwas schwer aus. Es ist ja eigentlich nur Laufen,
und nicht durch die Löcher fallen. Ah, es ist etwas herausfordernd. Ach du Scheiße! Ich habe übrigens momentan 6 Ups, weil ihr seht's ja nicht. Alter! So, gönne ich mir das hier nochmal. Hier sind auch nochmal welche. Nee, ich will was. Hey, wir kehren um. Warum redet so 3 Kilometer entfernt ein Toad zu mir? What the fuck? Okay. Holen wir uns den Stern. Alter Schwede, ey. Ich muss sagen, es war schon etwas herausfordernd. Muss ich mal so sagen. Alter, war das heftig. Mampf den süßen Kuchen. Stern Nummer 8. Galaxie komplett. Gut, dass ich es gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass er nur ein Stern war. Also sind das nur solche Extra-Galaxien, die nur von dem Mampfluma erschaffen wurden. Nur so, um da zu sein, um einen Stern abzugrasen. Ja, passt schon so. Neue Galaxie entdeckt. Ach, wieder eine neue? What the fuck? Ja, ist ja gut. Geh mal speichern. Dann gehen wir zur nächsten Galaxie, die wir am letzten Part freigeschaltet haben. Und nicht die wir jetzt alle schon freigeschaltet haben. Ist das immer noch der? Ne, das ist normal, aber der leuchtet genauso komisch wie der normale. Nee. Ich möchte gern hier weitermachen. Dankeschön. So, was? Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Keine Bange. So, dann geht ihr zur nächsten Galaxy und zwar zu... Oh, welche waren das? War das jetzt der oder war das jetzt der? Gute Frage. Ich nehme jetzt einfach mal den. Und es geht zum... Testsurfen? Das ist eine kleine Galaxie oder was? Hä? Was kommt jetzt, bitteschön? Lass uns surfen. Hatte ich nicht achte? Gehabt? Ach, egal. Gehen wir einfach dahin, wovon ich gerade überhaupt keinen Plan habe. Warum auch? Ich zock's auch bleit. Ist ja klar. Soll das ein Rochen darstellen? Jetzt bin ich gespannt, was das jetzt hier soll. Willkommen in der Galaxy. Die Musik voll chillig. So, wie so ein leichtes Strandfeeling. Okay. Hi, willst du auch surfen? Ja, machen wir das mal. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf deinem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir mal, wie es geht. Also, pass auf. Richte deine Wii-Verbindung auf den Fernseher. Alles klar. Hab ich? Hab ich doch. Hallo. Ach, gehe gut. Genau, das ist die Grundstellung. Um dich nach links zu beugen, dreh die Wii-Verbindung von der Grundstellung aus gesehen nach links. Okay. Genau, so beugst du dich nach links. Um dich umgekehrt nach rechts zu beugen, dreh die Wii-Verbindung nach rechts. Okay. Ja, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt dreh mal eine Runde auf dem Kurs. Ungewöhnlich. Aber machbar. Ist das wirklich nur so ein Test surfen? Wo ein Stern kommt oder muss ich irgendein... Keine Ahnung. Es kommt so rüber, als würde ich irgendeine...
Bestzeit schlagen. Warum war mir das jetzt so klar, dass jetzt irgendwas kommt davon? Boah, nee. Naja, gut, es ist wenigstens einfacher Stern, ne? Ist gar nicht mal so schwer. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht hier... Vor allem, was macht das für den Sinn? Wir sind irgendwie Himmel in den Wolken, in den Himmel, irgendwie auch immer. Und hier ist Wasser. Und es hat so eine eigene... keine Ahnung, das Wasser hat eine eigene Gravitation, damit es hier im Himmel schwebt oder so. Oder wie soll ich das jetzt erklären? Boah, okay. Ich nehme das zurück mit, ist gar nicht mal so schwer. Die Passage war gerade ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich nehme alles zurück. Sonst kommt das böse Karma und... nimmt mich richtig hart. Got it? Gut, soweit so gut. Nein, wobei... Wow. Ach, schon ein Ziel? Ich hab's noch nicht mal gecheckt. Okay. Ja, cool. 1:36. Hervorragend. Du hast dich so angestrengt. Das verdient eine Goldmedaille. Und die Goldmedaille ist natürlich ein Stern. Nice. Wahrscheinlich gibt's auch wirklich auch nur den einen Stern. Naja, gut, passt schon. Du sollst schon den Stern einsammeln, ne? Dankeschön. Es war eigentlich... Naja, es gab ein paar kleine Stellen, wo ich mich etwas... Oder sagen wir es mal so, es ging. Es ging. Okay. Galaxy komplett, also war auch nur so eine Kleinigkeit gewesen. Na toll. Okay, auch nochmal speichern. So zwei Mini-Galaxien und ein Stern geht ein bisschen schnell irgendwie. Deswegen habe ich auch zwei auf einmal hier freigeschaltet. Wahrscheinlich ist das auch nur so ein kleines, oder? Weil dann nehmen wir das auch gleich, ne? Umdrehboden-Galaxie. Okay. No. Diese Felder sehen doch fast so ähnlich aus wie in Mario 3D Land. Oder World. Machen wir es einfach mal. Hoffe, dass es jetzt nicht so schwer wird. Machen wir das einfach mal. Färb die Umdrehböden gelb ein. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so schwer. Sogar selbst ein 5-Jähriger würde das hinkriegen. Also wenn ich daran fehle, wäre das jetzt nicht so geil. Ne, wobei sind diese komischen Elektro-Teile da, die echt einen behindern. Aber es ist schon machbar. Kann ich dich irgendwie besiegen zufällig? Geht das? Ach ne, das ist nur so. Okay, schade. Okay. Na, so weit, so gut, ne? Okay. Das Sterben wäre jetzt hier nicht so eine gute Option. Ah, hier kann ich mich sogar zum Glück draufstellen. Das ist doch praktisch. Das ist doch schön. Uah. Ah, nee, scheiße, die habe ich doch schon. Scheiße. Fuck. Ah, jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen, ne? Wenn das Teil mal kurz aufhören würde. Dankeschön. Jetzt hier nach unten, ne? Dann habe ich ja gleich alle. Ah, ich gehe mal hier drauf. Okay, jetzt habe ich wieder volle Kraft. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das. Gut. Ich habe da auch wieder das komische Gefühl gehabt oder so, da wieder übelst drauf zu gehen, ne? Selbst bei den leichtesten Sachen fail ich irgendwie übelst manchmal. Aber naja, gut, ich habe es zum Glück einwandfrei bestanden, ne? Auch da war es gar nicht mal so schwer. Auch wenn ich so im Gedanken habe oder so, dass ich
bei irgendeinem kleinen Leichtsinnsfehler, den ich ja gemacht hätte, bestimmt gestorben wäre. Safe. Aber gut, das haben wir komplett. War auch nur eine kleine Galaxie. Auch speichern. Es war nur so ein Anfangsding oder so. Das war gerade mal nur eine richtige, zwei richtige Galaxien und die drei und die eine vier von dem Vielfraß-Lumer waren nur kleine. Aber wir haben ja noch eins, ne? Hier brauchen wir 8. Das könnten wir sogar auch schon frei machen. Lol. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall schon mal frei. So. Und da gibt es auch nur einen Stern. Da gibt es auch nur einen Stern. Okay, gut, das haben wir wenigstens jetzt freigeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part hier weiter in Boss und Juniors Robofabrik hier. Genau da. Machen wir dann im nächsten Part weiter. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr wollt. Und ja, Abo, falls ihr neu hier seid. Und sonst würde ich sagen, bis zu einer weiteren Party in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.